Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Awesome Beauty Make-up Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Jahr hat Awesome tatsächlich ja auch diese 100 Make-up-Produkte bla rausgebracht. Und diesbezüglich auch den Adventskalender. Und ich bin super gespannt, was wir darin finden werden. Denn da soll für 170 Tacken Make-up drin sein. Und das wäre natürlich ein Träumchen, weil der Adventskalender ja 49,95 kostet. Ne? Der Stern da drauf ist schon mal ganz schön. Dieses kupferfarbene Design finde ich unisex gestaltet. Finde ich ein bisschen witzig, um ehrlich zu sein. Denn kupferfarbenes Design oder dieses ja braunkupfer, ne, hätte ich jetzt eher beim Pfleger-Adventskalender erwartet. Aber egal. Wir gucken jetzt mal rein. Wir haben hier Zwischenetagen, was ich liebe. Da stehe ich drauf. 3 Stück tatsächlich, oder? Ja. Und ja, los geht's. Dann schauen wir mal zuallererst in die Nummer 1 rein. Und da befindet sich schon direkt eine Mascara drin. Hammer! In anderen Adventskalendern in dem Preissegment findet man das vielleicht in der 6 oder in der 24. Das ist die XXL Volume Mascara von Magic Finish. 7,5 ml haben wir hier drin enthalten. Und das finde ich schon mal extrem toll. Das feiere ich. Die hat so ein Kunstfaserbürstchen, was wirklich nach Volumen aussieht, ne? Das gefällt mir schon mal. Toller Einstieg, ne? Die Nummer 2 fühlt sich sehr, sehr leicht an. Und hier haben wir ein Cremeprodukt drin. Das ist, oh, den hatte ich schon mal in groß. Magic Finish Volume Lip Balm. 5 Gramm sind hier drin enthalten. Da hatte ich mal so ein Ultra-Riesen-Pöttchen mit 15 Gramm oder so. Das ist mir leider irgendwann gekippt. Eine schöne Farbe ist das aber auf jeden Fall. Christmas Caramel, das finde ich ja toll. Riecht das auch nach irgendwas? Es riecht tatsächlich nach Karamell. Ja, Wahnsinn. Definitiv ein Produkt, was schön ist, aber ich persönlich mag es halt nicht so gerne, da mit dem Finger reinzugehen. Das heißt, für unterwegs ist es nichts für mich, aber ich kann mir das auf den Schminktisch stellen und mich dann, während ich mich dann fertig mache, schminke, wie auch immer, zwischendurch einfach den Lippenbalsam auftragen. Die Nummer 3 ist natürlich auch mit dabei. Ich hoffe, dass wir hier wirklich überwiegend dekorative Kosmetik drin haben und jetzt nicht so viel Lippenbalsam oder Tools oder sowas. Hier haben wir das Magic Finish Supercharge Serum Foundation Produkt drin. Und zwar in der Farbe 240 Creamy Nude, 7 ml. Mutig, tatsächlich da eine Foundation mit reinzupacken. Denn die haben ja auch unterschiedliche Shades und so. Ich weiß nicht, ob Creamy Nude mir passt. Das muss ich nochmal gucken, wie da die Swatch-Bilder aussehen. Hier haben wir die Nummer 4 und die fühlt sich recht leicht an. Wir haben kein Verpackungsfüllmaterial hier mit drin. Das heißt, ich habe ein bisschen Angst, dass da Produkte gegebenenfalls, wenn es so vielleicht Puderprodukte sind, drin zerbrochen sein könnten. Hier haben wir das Oil Infused Nail Serum 5 ml. Okay, ja, Nagelseren verwende ich persönlich auch ganz gerne. Vor allem abends, ne? Auf den Füßen ist es immer ein ganz wichtiger Schritt in meiner Pflege. Und hier haben wir eine Pipette, das finde ich toll. Das werde ich auch verwenden. Das gefällt mir definitiv. Ja, ne? Schön. Was dürfen wir wohl am Tag vor Nikolaus machen? Meistens, also in anderen Adventskalendern haben wir hier so Pflege oder sowas drin. Und hier haben wir passend zum Nagelserum einen Nagellack drin und in einer tollen Farbe Magic Finish Studio Nail Polish 8 ml. Habe ich hier in der Farbe Burgundy Vamp. geil. Also es ist tatsächlich kein klassisches Weihnachtsrot, einfach mal ein bisschen was anderes. Gefällt mir. Nikolaus darf gerne was Besonderes sein. Die Nummer 6 halte ich jetzt hier in meinen Händen. Oh, ein Lippenprodukt. Sehr schön. Im Asam hat tolle Lippenstifte, muss ich sagen. Mit einem Satin Finish, also Satin Lipstick. Burgundy Red 4 Gramm haben wir hier drin. Den müsste ich auch schon haben. Und das dürfte auch so ein tieferes, also dunkleres, ja, Rot sein. Geile Farbe, kann man nicht zu sagen, ne? Und passt halt auch wundervoll zu dem Nagellack. Mag ich sehr, sehr gerne leiden, aber ich habe den schon. Jetzt bin ich hier bei der Nummer 7 und, oh, da ist bestimmt ein Tool drin, weil das hört sich nach nichts an. Nö. Okay, nee, hier haben wir auch sehr mutig, wirklich ein Eyebrow-Designer in der Farbe Brown drin. 0,095 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, ne, das ist so ein ja, herausdrehbarer Augenbrauenstift. Braun habe ich safe nicht. Ich weiß aber, dass ein Großteil der Bevölkerung nun mal braune Haare hat und dementsprechend dann ja auch einen braunen Augenbrauenstift gebrauchen könnte. Für mich ist es leider nichts.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ich bin auch sehr gespannt, was die hier für unterschiedliche Produkte reinpacken wollen. Magic Finish Final Touch Setting Powder. Maxim liebt dieses Produkt tatsächlich. Schwärmt er immer wieder von in seinen Videos. Ne? 5 Gramm sind hier drin enthalten. Und ja, das ist dann wohl eine kleine Größe von dem neuen Puder, was in deren Sortiment aufgenommen worden ist. Und das finde ich schön, dass die halt auch die neuen Produkte, ne, hier reinpacken. Alles andere hätte mich jetzt auch ein bisschen überrascht, weil was hätten die sonst reinpacken sollen bei einem Make-up-Adventskalender, was rede ich hier? Egal, finde ich aber cool. Die Nummer 9 darf machen, dass wir uns freuen und ich hoffe, dass es das macht. Ja, ein Pinsel. Ich liebe Pinsel. Oh mein Gott, ja. Das scheint so ein Shader-Brush zu sein, also quasi ein Lidschatten-Auftragepinsel, womit du Pigment halt gut auftragen kannst. Niehi, das freut mich. So, ja, damit kannst du Pigment richtig toll aufnehmen. Eyeshader Brush Sparkling Edition. Also das ist halt jetzt extra für den Adventskalender entworfen worden wahrscheinlich, ne? Das finde ich toll. Hübsch. Fühlt sich echt gut an. Wie wird es mit der Nummer 10 weitergehen? Lip Liner vielleicht oder ein Kohl Kajal. Ein Eye Designer. Also ein Kohl Kajal in der Farbe Black. 0,095 Gramm. Also das ist winzig klein, ne? Ja, der klassische schwarze Kajalstift darf natürlich nicht fehlen. Reden. Ja, ne? Da ist die Kappe größer als der Stift. Ah. Es folgt die Nummer 11, die sich auch anfühlt, als wäre nichts drin. Also anfangs, ne, waren schon größere, schwerere Produkte drin und jetzt sind da so recht leichte Sachen enthalten. Hier haben wir den Magic Finish Satin Lipstick in der Farbe Sparkling Diamonds, 1,9 Gramm. Hört sich sehr ansprechend an. Denn ja, zur Weihnachtszeit darf es glitzern. Oh mein Gott, ja. Das ist so ein richtiges Glitzy-Flitzy-Ding, ne? Das ist schön. Und das kannst du so als Lippenbalsam verwenden oder als Topper einfach über ein mattes Produkt drüber geben. Das finde ich schön, doch. Was erwartet uns zur Halbzeit bei der Nummer 12? Da ist was Schweres drin. Das finde ich gut. Die Halbzeit darf auch gerne was Besonderes sein. Make-up Remover. Okay, ja, das darf natürlich nicht fehlen, wenn du so viel Make-up-Produkte hast, auch einen Make-up Remover hier mit reinzupacken. Gehört schon mit dazu, ja. Genau, und hier haben wir einmal das Produkt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier drin enthalten ist. 50 Milliliter, ja. Das ist mit Micellentechnologie. Okay, ja, mag ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Bei Micellenprodukten empfehle ich immer, dass man sich danach, nachdem man das Produkt verwendet hat, das Gesicht mit klarem Wasser noch einmal abwäscht, um halt die Micellen halt auch vom Gesicht wegzunehmen, weil das nicht langfristig auf der Haut draufbleiben sollte. Sowas steht auch häufig hier mit drauf. Hier jetzt nicht, okay. Ja, aber ist okay, ne? Kann man gebrauchen, wenn man den Adventskalender verwendet. Endlich fühlen sich die Kläppchen, Büchschen wieder etwas schwerer an. Die Nummer 13 war jetzt auch etwas schwerer. Oh, ein Nagellack haben wir hier wieder drin. Studio Nail Polish, 8 Milliliter haben wir hier von Pink Fairy Tale. Das ist eher so ein Topper, ne? Coole Farbe, der so holographisch schimmert. Also ihr seht es ja bei mir, ich mag gerne Nagellack. Ich trage auch immer 10 verschiedene Farben auf meinen 10 Fingern. Und den kann ich mir gut vorstellen als Topper über einem normalen Rosaton oder über einem Weiß oder so. Ich glaube, das kann schön werden. So gerne, wie ich Nagellack mag, ich hoffe, dass das jetzt vielleicht der vorletzte war. Also 3 Nagellacke wäre ja dann auch gut gewesen, sage ich mal. Hier habe ich jetzt die Nummer 14, weil so ein bisschen mehr Reichhaltigkeit finde ich ganz gut. Ultimate Lip Gloss, wo wir schon mal bei Abwechslungsreichheit sind. Hier Reichtum 5 Milliliter in der Farbe Starlet Bronze. Okay, bin ich kein Fan von. Weil sowas macht bei mir extrem gelbe Zähne. Das steht mir halt überhaupt nicht, weil dazu habe ich, habe weiße Zähne, aber nicht so weiß, dass sowas bei mir gut aussehen würde. Deswegen schade. Die Nummer 15 enthält wieder so ein Typchen. Porcelain Tint, Lichtschutzfaktor 30, Make-up, 10 Milliliter. Hä? Aber ohne Farbangabe? Das finde ich mutig. Okay, ja, hä? Hast du keine Farbe? Über die Tagespflege auftragen, bis die gewünschte Deckkraft erreicht ist. Ach so, das ist wahrscheinlich dann auch so ein Produkt, wie das Magic Finish damals halt war. Genau, das ist das Magic Finish Porcelain Tint. Das heißt, mir wird das dann wahrscheinlich passen. Das werde ich ausprobieren.
Die Nummer 16 fühlt sich wieder an, als wäre nichts drin, aber krabbelt ein bisschen was hier drin. Auch wieder so ein kleines Produktchen. Ja, und die finde ich echt, also sehr, sehr wenig, ne? 0,095 Gramm. Und hier haben wir drin einen Lip Designer in der Farbe Invisible, was cool ist. Den kannst du wirklich zu jeder Lippenfarbe verwenden, um die Lippenkontur nachzuzeichnen und um zu verhindern, dass zum Beispiel ein Liquid Lipstick oder was auch immer dir ausläuft. Das finde ich total super. Wow, wir sind schon bei der Nummer 17. Krass. Da haben wir auch wieder ein Nagelöl drin. Och nö. 5 Essential Nail Oil, 5 Milliliter. Ja, ich werde es behalten. Ja, ich werde es verwenden. Aber ein bisschen viel Nagellack hier drin. Ne? Das hier ist ein Im-Asam-Adventskalender und kein Essie-Adventskalender. Ja, Nagelöl. Wie gesagt, verwende ich. Ne? Sowas mag ich gerne, ist toll, auch mit der Pipettenflasche und so. Aber das ist schon hier Nagelpflege-Overkill, weil für mich ist Make-up mehr so hier im Gesicht und weniger hier auf meinen Händen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember haben wir wieder hoffentlich dekorative Kosmetik hier drin. Magic Finish Glow Serum Gold Glow. 7 Milliliter haben wir hier drin. Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder so ein Produkt sein, was du als Primer unter der Foundation tragen kannst oder als Foundation-Ersatz oder so, ne? Ja, gut. Okay. Auch die Nummer 19 fühlt sich wieder sehr schwer an. Da ist bestimmt ein Nagellack drin. Und sie hat recht. Ja. Magic Finish Studio Nail Polish 8 Milliliter in der Farbe Gold Orchid. Also das ist halt auch so ein altrosa Ton, der mit Goldschimmer durchzogen ist. Das ist jetzt nicht so unbedingt meine präferierte Farbe, weil das auf meinen Nägeln wahrscheinlich durch dieses altrosa eher aussehen wird wie Leberwurst. Und dann, ja, hast du da den Goldschimmer drüber. Aber ich glaube nicht, dass es mir stehen wird. Deswegen, den werde ich nicht behalten. Die anderen schon. Was Geheimnisvolles verbirgt die Nummer 20, die sich anfühlt, als wäre mal wieder nichts drin? Wieder ein Lippi. Okay. Das ist auch ein Satin Lipstick in der Farbe Honey Blush. 1,9 Gramm haben wir in dieser Miniatur auch enthalten. Und das sieht auch nach so einem schönen, schönen Nude-Ton aus. Schön. Schöner. Es erinnert mich an Pillow Talk, wenn ich ehrlich sein darf, ne? Das ist ein ganz toller Ton. Den muss ich ausprobieren. Das ist toll. Sah hier nämlich eher so ins Aprikofarbene aus, ne? Also ein bisschen mehr Aprikot halt. Aber es ist ein Nude. Cool. Holla die Waldfee. Was enthält die Nummer 21? Die ist ganz schön groß und schwer, Leute. Oh, wir haben ein Puder hier drin. Oder ist es ein Spiegel? Es ist wahrscheinlich einfach nur ein Spiegel, ne? Schade. Oh, was hätte ich das gefeiert, wenn hier jetzt so der Bronzer drin gewesen wäre oder so, ne? Einfach mal in die 21 sowas reinpacken, das wäre cool. Ja, ne? Ist so ein Animal Print hier drauf. Und ist von der Art und Weise her so ein bisschen wie der von Crash Cosmetics. Ja, ist halt so ein aufklappbarer Spiegel. Aber ich habe ja den von Crash Cosmetics, von Lisa Crashen, den ich sehr gerne mag, by the way. Aber nee, ja, ist schön schwer, ne? Fühlt sich gut an. Also ich denke, man freut sich darüber, wenn das mit drin ist. Ist halt nicht so ein klassischer, langweiliger Taschenspiegel, weil der halt schon Gewicht hat. Muster ist nicht so meine Welt da drauf, ne? Aber er fühlt sich jetzt nicht so billomäßig an. Wir sind im Endspurt Richtung Weihnachten. Hier ist schon die Nummer 22. Und so ein großes Kläppchen wie gerade haben wir nicht mehr hier wieder drin. Hey, ich glaube, das ist ein Puder. Silk Sensation Compact Foundation. In der Farbe 240 Creamy Nude. 3 Gramm habe ich hier drin. Ja, es ist schwierig tatsächlich, ne? Dass man da die richtige Basefarbe findet, weil ich ja doch sehr, sehr hell bin. Nee, sorry. Und irgendwer hat da reingepackt. Was ist das denn? Seht ihr das auch? Also ist süß, ne? Aber da man sieht's. Irgendwas ist da durchgestriffen. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist eine Compact Foundation. Okay, halt nicht meine Farbe. Aber sie wäre theoretisch mit drin. Dann hätte man vielleicht sagen sollen, ihr könnt eure Farben auswählen. Ich weiß nicht, schwierig mit komplexen Produkten, oder? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Die Nummer 23 enthält wahrscheinlich ein Lippi, oder? Es ist ein Volume and Repair Lip Balm wieder. Ja, Lippenbalsam 2,3 Gramm. Und das ist die Farbe Vintage Cherry. Das ist auch ein schöner Rosenholzton. Den mag ich gerne leiden. Hier haben wir die Nummer 24 und die ist ganz schön klein, ne? Was wird da bloß drin sein? Heiligabend, Leute. Eine kleine Lidschattenpalette oder so? Nee. Das ist Magic Finish Make-up 20 Milliliter. Ja, das ist einfach das Magic Finish.
In klassisch, würde ich mal so sagen, ne? Wobei das so schimmert. Also enthält das vielleicht auch Schimmer? Hatten wir das nicht eben schon? Weiß ich nicht. Ist das nicht sowas? Nee, das scheint dann was anderes zu sein. Wobei die Farbe, weiß ich nicht. Okay, weil hier keine Farbbezeichnung draufsteht, würde ich jetzt sagen, dass es das klassische Magic Finish ist. Ich mach mal kurz auf. Es ist ja natürlich noch zu. Gott sei Dank ist es noch zu. Aber ja. Okay. Ja, das haben wir jetzt in der 24. Wie fand ich den jetzt? Also ich werde relativ viele von den Produkten behalten. Ob das jetzt ganze 170 € an Wert sind, müssen wir mal schauen. Habe ich ausgerechnet. Ne? Die Lampe hat es uns verraten. Und ja, also schön ist er definitiv. Das kann man nicht anders sagen. Es ist ein cooler Inhalt. Es ist halt ein Träumchen, wenn man halt genau in diese Farbrange reinpasst und einem halt die ganzen Foundation-Produkte, die hier enthalten waren, passen. Cool wäre es aber gewesen, wenn die anstelle von diesen Foundation-Produkten einen Blush drin gepackt hätten, reingepackt hätten oder den Bronzer in einer Farbe irgendwie, keine Ahnung, oder eine kleine Lidschattenpalette oder so, hätte ich mich deutlich mehr drüber gefreut und hätte den Adventskalender auch mehr zu dem gemacht, dass jeder den auch verwenden könnte, theoretisch, unabhängig davon, welche Haarfarbe, Hautfarbe oder so man hat, ne? Weil das sind ja tatsächlich dann auch die ausschlaggebenden Kriterien dafür. Aber ja, er erstaunt mich, der Adventskalender, weil so viele Foundation-Produkte da drin zu finden, hätte ich also nicht mit gerechnet. Trotzdem werde ich relativ viele von den Produkten behalten und verwenden, weil ich einfach sehr interessiert bin. Natürlich habe ich mir auch schon einige Produkte aus dem neuen Sortiment so bestellt, aber hätte mir gewünscht, dass hier mehr davon drin zu finden ist. Ne? Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem M.Asam Make-up Adventskalender. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!